Was geht ab, ihr kleinen Schlingel, und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gab eine Phase in meinem Leben, da wusste ich gar nicht, was ich werden sollte. Und habe so die typischsten Berufe so durchgedacht, so, mal vielleicht bei der Polizei arbeiten, oder wäre ich vielleicht Anwalt, oder werde ich gar etwa Lehrer? Könnt ihr euch bitte mich als Lehrer vorstellen? Ich wäre wahrscheinlich der größte Schlingellehrer, den ganz Deutschland jemals gesehen hätte. Mein Unterricht würde wahrscheinlich daraus bestehen, dass wir Filme gucken würden, chillen würden, und Hausaufgaben würde es wahrscheinlich nie geben. Lasst mal bitte jeder einen Daumen nach oben da, der mich gerne als Lehrer hätte. Ich bin mal gespannt, wie viele von der Schlingel-Army da zusammenkommen. Ich könnte wirklich ein guter Lehrer sein. Heute, liebe Freunde, geht es auf jeden Fall um geheime Tricks, die deine Lehrer anwenden, die du eigentlich gar nicht wissen sollst, weil du sie sonst durchschauen würdest. Fangen wir an. Trick Nummer 1. Der absolute Klassiker. Das haben einige Lehrer bei uns gemacht. Wir kennen es alle, wenn Klausuren geschrieben werden. Man sitzt da, konzentriert sich, versucht sein Wissen abzurufen und eine gute Arbeit zu schreiben. Es gibt auch einige Leute, wie öfter mal ich, die haben erst einen Tag vorher angefangen zu lernen oder gar nicht gelernt. Das war auch ich. Und dann gibt es ein paar Leute, die versuchen sich dann mit Spickzetteln zu helfen. Die verstecken die irgendwo im Ärmel, an der Flasche, unterm Tisch. Da habe ich schon wirklich die kreativsten Sachen gesehen. Jetzt gibt es einige Lehrer, die machen folgende Taktik. Die nehmen sich irgendeine Zeitung, nehmen sich irgendein Buch und versuchen so zu tun, als ob sie gar nicht interessiert. Das haben wirklich einige bei uns gemacht. Du guckst also hoch. Es gibt ja immer diesen Blick bei den Arbeiten. Man checkt ab, was macht der Lehrer gerade. Kann ich beim Nachbarn gucken? Kann ich nicht gucken? Und man guckt hoch und sieht den Lehrer. Okay, der liest gerade was, der ist abgelenkt. Und auf einmal legen sie die Zeitung zur Seite oder das Buch und gucken direkt alle an. Und erwischen die meistens welche. Wie gesagt, man denkt, okay, man ist sicher, guckt vielleicht ein bisschen länger und merkt gar nicht, wenn der Lehrer auf einmal die komplette Aufmerksamkeit auf die Klasse richtet. Ein Trick, der wirklich funktioniert. Deswegen, liebe Freunde, traut den Lehrer nicht über den Weg, die so tun, als würde es sie gar nicht interessieren. Kommen wir zu Trick Nummer 2. Das hat mir sogar meine Lehrerin selbst verraten, dass sie diesen Trick immer wieder anwendet. Wie motiviert man eine Klasse, die gar keinen Bock hat? Oft im Nachmittagsunterricht der Fall gewesen bei uns. 7., 8., 9., 10. Stunde. Keiner hat mehr Bock. Im Sommer ist es heiß. Man sitzt nur da, man guckt einfach nur auf die Uhr und die Sekunden. Sie verrinnen einfach nicht. Die Uhr geht nicht weiter. Und wie soll man sich denn da bitte noch konzentrieren? Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Das Belohnungssystem. Die Lehrerin hatte mir erzählt, dass oft hatte sie gar keine Hausaufgaben vorbereitet für die Klasse. Aber sie hat so getan und hat gesagt, okay Leute, wenn ihr jetzt gut mitarbeitet und wir das und das schaffen, dann gibt es keine Hausaufgaben und es hat einfach immer funktioniert. Obwohl sie sowieso keine Hausaufgaben aufgeben wollte. Ein genialer, ganz simpler Trick. Okay, nachdem wir das erfahren haben und unser ganzes Schulleben eine Lüge war, kommen wir zu Nummer 3. Was macht ein Lehrer, wenn die Klasse gar keinen Respekt hat? Bei uns gab es einige Lehrer, die hatten so eine gewisse Grundpräsenz. Wenn die in die Klasse kamen, alle waren still. Vor denen hatte man Respekt und auch ein bisschen Angst. Und dann gab es wieder Lehrer, bei denen haben wir absolute Scheiße gebaut. Papierflieger gebastelt, wie in so einem Film. Die ganze Zeit laut geredet, keiner hat sie respektiert. Wenn sowas passiert, gibt es als Lehrer einen ganz einfachen Trick. Es gibt meistens in der Klasse ein Alpha-Tier. Ein Typ, der besonders Scheiße baut. Der sich besonders lustig findet. Vielleicht auch der Klassenclown ist. Wenn man den stärksten von den Schülern stark bestraft, wird das alle anderen zur Ruhe bringen. Wenn man das Alpha-Tier rausnimmt, ihn wegsetzt, ihm eine besondere Strafe aufdrückt, dann hat man den Anführer besiegt und die ganzen anderen Schäfchen, die anderen Schüler, werden auch nichts mehr machen. Ein ganz simpler Trick. Kommen wir zu Nummer 4. Lehrer reden auch im Klassenzimmer über Schüler untereinander. Das haben uns einige Lehrer von uns selber erzählt. Und oft ist ja so zum Beispiel, dass man nicht so zufrieden ist mit seiner Note. Man geht also hin und sagt, hey, Frau Lehrerin, ich habe eine 3 bekommen mündlich. Ich denke aber, ich hätte eine 1 verdient. Manchmal liegt ja die Wahrnehmung ziemlich weit auseinander. Dann ist es öfter so, dass die Lehrer sich mit anderen Lehrern beratschlagen und sagen, hey, wie ist denn der bei dir? Ist er da auch so gut? Deswegen ist es wichtig eigentlich, dass ihr bei jedem Lehrer einen guten Eindruck hinterlasst, denn wie gesagt, Lehrer reden untereinander und je besser ihr mit einem Lehrer klarkommt, desto eher wird der sich mal für euch einsetzen, wenn das mal der Fall sein sollte. Kommen wir zu Nummer 5. Auch ein absoluter Klassiker bei den Arbeiten. Es gibt ja Lehrer, die sagen, okay, ich mache Arbeit A und Arbeit B mit unterschiedlichen Aufgaben, damit man gar nicht erspicken kann. Die meisten Lehrer sind aber relativ faul. Die haben keinen Bock, zwei komplett verschiedene Arbeiten zu entwerfen. Also vertauschen sie einfach nur die Aufgabe. Was bei A die Aufgabe Nummer 1 ist, ist bei B die Nummer 5. Relativ simpel. Andere vertauschen einfach nur die Zahlen. Da könnt ihr trotzdem noch spicken. Entweder ihr guckt einfach, welche Aufgabe ist eure Aufgabe, oder ihr guckt euch einfach den Lösungsweg an, wenn einfach nur die Zahlen vertauscht sind. Nach einiger Zeit weiß man auch, welche Lehrer welches Prinzip anwenden. Okay, liebe Freunde, das waren 5 geheime Tricks von Lehrern, die ich zumindest kenne. Und ich würde sagen, ihr lasst einen fetten Daumen nach oben da, denn dann werde ich euer nächster Lehrer sein und euch allen eine 1 geben. Ganz bestimmt. Haut den Daumen nach oben kaputt, wenn ihr mich als Lehrer haben wollen würdet. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein ganz einfacher Klick auf den Abo-Button. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt sind wir wieder in der Endcard angekommen. Links kommen wir zum letzten Video. Da ging es um Fotos, die angeblich nur Mädchen verstehen sollen. Wollt ihr diese Challenge akzeptieren, dann klickt einfach drauf. Rechts kommt ihr zu einem zufälligen Video. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.